zum Thema Atommodell von Bohr. Die Bausteine aller Substanzen sind Atome. Ein Atom besteht aus einem Kern, der Protonen und Neutronen enthält, und aus Elektronen, die um diesen Kern drehen. Elektronen sind elektrisch negativ geladen, Protonen sind elektrisch positiv geladen und Neutronen tragen keine elektrische Ladung. Die elektrische Ladung von einem Elektron beträgt minus 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Und die elektrische Ladung von einem Proton ist ganz genau entgegengesetzt. Das Ganze nennt man das Atommodell vom dänischen Physiker Niels Bohr. In einem Atom stimmt die Anzahl Protonen mit der Anzahl Elektronen überein, so wie hier 2 Protonen, 2 Elektronen, und zwar so, dass ein Atom elektrisch neutral ist. Da Protonen sich im Inneren eines Atomkerns befinden, lassen sie sich nur sehr schwer vom Atom trennen. Elektronen hingegen lassen sich leichter von einem Atom trennen, zum Beispiel durch Reibung. Und wie groß ist solch ein Atom? Der Durchschnittsradius von einem Atom wird mit A-Index 0 gekennzeichnet und diesen Radius nennt man Radius von Bohr. Der Zahlenwert von diesem Radius von Bohr ist im Taschenrechner gespeichert unter Const. Über der Taste 7 lesen wir Const für konstante Zahlen. Um dahin zu gelangen, da Const in Gelb geschrieben ist, brauchen wir die Shift-Taste, die ebenfalls gelb beschrieben ist. Also Shift 7. Wir sehen hier 4 Kategorien von konstanten Zahlen. Wir brauchen den Radius von Bohr. Der ist versteckt unter atomnukleare Konstanten. Also wählen wir die 3. Und da ist er auch schon, der Radius A-Index 0, gekennzeichnet mit der Zahl 5. Also tippen wir 5. Jetzt erscheint im Display A-Index 0 und die Ist-Taste gibt uns diesen Zahlenwert. Der Durchschnittsradius von einem Atom beträgt also ungefähr 5,3 mal 10 hoch minus 11 Meter. Das bedeutet, wir schreiben 0, dann folgen 10 Nullen und erst dann diese 5. Ein Atom ist also winzig, winzig klein. Übrigens, wir finden auch im Taschenrechner die Masse von einem Elektron, die Masse von einem Proton und die Masse von einem Neutron. Dazu gehen wir wieder auf Shift 7 für Konstante, wieder wählen wir die 3 und sehen hier oben die Masse von einem Elektron, die Masse von einem Neutron und die Masse von einem Proton. Lassen wir zum Beispiel die Masse von einem Elektron anzeigen, dazu wählen wir die 3. 3. Im Display steht M-Index E für Masse von einem Elektron und die Ist-Taste gibt uns den numerischen Wert. Es sind ungefähr 9,11 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Auch das ist eine winzig, winzig kleine Zahl. Durch den Taschenrechner können wir auch die elektrische Elementarladung anzeigen lassen. Wieder Shift, Konstante, und jetzt nehmen wir die 2. 2, da steht sie, die Elementarladung klein e, gekennzeichnet mit der 3. Also tippen wir 3, im Display erscheint klein e, ist effektiv 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb, so wie da.
sowie dann.